Herzlich willkommen zum Montagevideo der Modicap Black Edition. Als allererstes müssen wir das originale Kopfband der Oculus Quest entfernen. Wir gehen hin und entfernen das Gesichtspolster. Nun entfernen wir den mittleren Riemen. Einfach hier ziehen. Das Ende wird ein bisschen schwieriger, aber einfach ein bisschen mehr Zug dran geben und schon hat man es gelöst. Als nächstes müssen wir diesen Plättverschluss entfernen. Ich benutze dafür einfach ein handelsübliches Messer. Ihr könnt ein Skalpell benutzen, auch ein scharfes Messer. Und man geht jetzt einfach hier drunter und versucht den Klettverschluss anzuheben. Wie ihr seht, er löst sich schon leicht. Und das macht man halt auf der gesamten Länge. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Um das originale Kopfband der Quest zu entfernen, müssen wir jetzt hier diese Betätigung reindrücken. Einfach hier einen ganz normalen Schraubendreher, drückt das runter und zieht dann auch gleichzeitig. So, und schon kann man das Ganze hier entfernen. Erste Seite, so auf der anderen Seite das gleiche. Wir haben hier wieder den Punkt, wo wir reindrücken müssen. Wir ziehen uns den ganzen Punkt wieder relativ zum Ende hin und drücken hier rein und ziehen. Ist nicht immer ganz einfach. So, jetzt haben wir einen Punkt. Jetzt können wir wieder ziehen, bis wir den Klettverschluss auch haben. So. Jetzt haben wir das originale Kopfband schon mal gelöst. Als nächstes müssen wir diesen Aufkleber hier entfernen. Darunter befinden sich die Schrauben, um das ganze Teil hier zu entfernen. Das versuche ich jetzt mal mit einem Messer anzuhebeln. Dann haben wir die erste Seite entfernt. Das Ganze auch nochmal auf der anderen Seite. Und die zweite Seite. Als nächstes müssen wir diese Halterung hier entfernen. Das machen wir mit dem mitgelieferten 5er Torx Schraubendreher von der Firma Viha. Und hier sind die zwei Schrauben. Falls ihr die nicht genau sehen könnt, ihr habt hier den Drehmechanismus in der Halterung und dreht es so, dass ihr genau die Schrauben seht und dann könnt ihr das Ganze lösen. Aufbewahren, denn die brauchen wir auch weiterhin. So, und schon ist die erste Seite los. Legen wir das mal dahin. Das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. So, und schon haben wir die Halterung gelöst.
Als nächstes werden wir den Kabelsatz verlegen. Das heißt, wir demontieren jetzt erstmal den Kabelsatz vom Black Edition. Merkt euch bitte, dass die R- und L-Beschriftung immer nach außen zeigen muss. Ansonsten könnt ihr die Buchse der Kopfhörer zerstören. Passt den Stecker fest an und wackelt hin und her und zieht dabei. Das gleiche auf der anderen Seite. Und schon haben wir den Kabelsatz. Jetzt nehmen wir uns die Quest. Cover ist demontiert. Und wir versuchen, die Leitung hier reinzulegen. Dazu nehmen wir uns den Kabelsatz, stecken den Klinkenstecker in die Klinkenbuchse und verlegen die rote Leitung für den rechten Kopfhörer. Wir ziehen hier den Stoff ein bisschen zur Seite und versuchen, das hier einzulegen. Ich hoffe, man kann es gut sehen. So. Als nächstes nehmen wir uns das Cover und stecken das wieder auf. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das Kabel hier lang ziehen. So. Und das Cover wieder aufsetzen. So, und dann haben wir das Kabel schon mal verlegt. Als nächstes montieren wir das Modicap Black Edition an die Quest. Dazu benötigen wir die zuvor entfernten Schrauben und den Schraubendreher. Einmal hier die Halterung dran halten. Es passt nur in eine Richtung. Jetzt nehmen wir uns hier eine Schraube. Und schrauben das Ganze fest. Und immer nur handfest ziehen. Und das Ganze auch auf der anderen Seite. So, als nächstes brauchen wir nur noch die Stecker zu montieren. Die linke Seite, den schwarzen Stecker, damit gehen wir einmal hier durch und hier wieder raus und stecken das Ganze so hier hinter und stecken das dann wieder auf die Buchse auf. Wichtig ist, dass dabei die L-Beschriftung nach außen zeigt. Das Ganze dann jetzt auch auf der anderen Seite. Hier brauchen wir nirgendwo mehr lang gehen, wir haben das Kabel schon verlegt und stecken jetzt auch einfach wieder in die Buchse ein. Er zeigt nach außen. Und somit sind wir schon fertig mit der Montage des Black Edition. Und hier sehen wir nochmal, wie schön man das Ganze mit dem Kugelgelenk verstellen kann. Viel Spaß mit dem Modicap Black Edition!